Hallo Leute, Herd hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu BeamNG Drive hier auf der Map Slant of Death. Wir hatten uns die Tage hier vorne den Bereich angeschaut. Also wir sind die Treppen, das hier ist ein normaler Weg zum Wald. Dann sind wir die die Schneehügel gefahren und die Eisbahn. Das hat nicht so gut geklappt, hat nicht gut geklappt. Zum ersten Mal heile unten angekommen mit diesem Fahrzeug, was wir jetzt hier unten haben. Es gibt hier noch einige mehr zu entdecken. Also hier ist vor allen Dingen ziemlich interessant, was ich gar nicht weiß. Hier. Also hier sind Tubes. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Hier auch. Hier ist ein Haifisch. Ja, wir fahren einfach mal jetzt durch den Wald. Ich wollte mal gucken, was hier so im Wald abgeht. Und deswegen gucken wir uns das mal gemütlich an. Boah, der Sound von diesem Auto ist unfassbar gut. Es könnte natürlich auch sein, dass der Wald einfach nur ein Wald ist. Oder eine Verbindungsstrecke von A nach B. Das sieht nämlich so ein bisschen danach aus gerade. Na, wir müssen auch noch die Geschwindigkeit auf Kilometer ändern. Habe ich gerade gesehen. Es wird noch ganz lustig werden hier. Hier sieht man dann mal, was so abgeht. Ich glaube aber tatsächlich, dass das hier nur ein Waldweg ist. Also der führt einfach ins Nichts. Was ist das? Jump. Okay, gucken wir uns an. Los geht's. Ich will springen. Ich ahne Böses, ich will es trotzdem tun. Auf geht's. Boah, wie laut die Reifen sind. Warum kann man mittlerweile 1000-mal verlangsamen? Ich war gerade ein bisschen erstaunt, wie die Reifen sich anhörten. Man hörte richtig, wie die arbeiten. Und was krass ist, guckt euch mal an. Wir haben eine Federspannung aktuell drauf. Die ist richtig übel, weil der Wagen so nach unten gepresst wird. Hier auch schön zu sehen. Wir sind einfach mal komplett tiefer gelegt. Und jetzt, was ich richtig geil finde, der federt halt jetzt langsam, aber sicher aus. Zack, in Normalposition und hebt ab. Auf geht's. Auspuffsound auch geil. Babam. Was ich mich aber gerade frage, ist die Tatsache... Wo landen wir denn? Haben wir ein Ziel? Ich denke nicht. Also, wir haben schon ein Ziel. Aber nicht da, wo wir hinwollen, glaube ich. Und Ende. Obwohl? Ja, doch, von der Höhe alleine schon, ne? Aber auch da... Möchte ich ganz kurz erwähnen. Sieht der Überrollkäfig immer noch gut aus. Nicht, dass wir das jemals überleben würden. Keine Frage. Wir brauchen was Schnelleres. Was ist denn mit ihm hier? Waze. Drag.
Movie Car? Nein, wir brauchen Performance. 700 PS, 1800 PS. Ja, der hat 700. Ah, guck mal. Der hier hat jenseits fast 1000 PS, Leute. Bin gespannt. Ich kenne die Fahrzeuge alle gar nicht. Wir haben so lange nicht gespielt. Wow. Er sieht schon cool aus. Können wir ihm eigentlich noch ein bisschen mehr Leistung geben? Geht das? Tuning? Hm. So, ab 1200 gibt das Nitro direkt voll rein. Aktiviert ist es schon. Okay, Motor können wir nicht ändern. Vielleicht doch. Motor, Motor, Motor. Body. Nein. Okay. Zwei Tanks hat er. Okay. Das wird schnell. Auch hier werden wir gnadenlos auf den Boden gedrückt und fliegen hoffentlich gerade wie eine Rakete los. Cool wäre jetzt so an den Seitenflügel, dass wir dann abheben und wegfliegen können. Das wird aber wahrscheinlich nichts. Aber hier sieht man einfach, das Design ist viel optimierter für so etwas. Ha, hinten schön die Flammen raus. Wir haben vergessen, NOS zu aktivieren. Das heißt, wir sind auch viel zu langsam. Und durch den Flügel halten wir unseren Stand. Guckt euch mal den Unterschied an, wie weit wir eben waren und wie weit wir jetzt kommen. Der Unterschied wird aber auch sein, dass wir jetzt deutlich kaputter sein werden als eben. Weil das Ding hält nicht so viel aus. Und wir waren auch deutlich schneller und fliegen viel weiter, haben dadurch eine viel höhere Fallgeschwindigkeit. Matsch. Dazu muss ich aber sagen, wir können nicht in Flammen aufgehen. Unser Motor ist komplett vom Chassis getrennt. Alles easy going. So, gucken wir mal, was wir noch so haben. Wir waren ja jetzt gerade hier oben. Was ist das denn hier? Water Slides, Wurm. Shark? Gehen wir mal zum Big Jump? Was ist der Big Jump? Okay, das wird kein guter Sprung. Überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Tricky hier runter zu fahren, weil einfach diese Beuge da drin ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist richtig fies gemacht. So, ja, so ist gut. So, Balance halten, ganz wichtig. Jetzt haben wir es. Also die Frage ist, wo ist jetzt... Ah, okay, ich habe es gefunden. Glaube mir, das Ziel erreichen wir nicht. Wir erreichen den Wald.
Oh, schön. Und... Könnte sich der Motor bitte noch trennen? Wir können in Flammen aufgehen. Hallo? Danke. Immer sicherer. Ich mache mir nur Sorgen. Wisst ihr? Okay, Big Jump. Krasse Sache. Forest Jump, Left Side, Shark. Gehen wir mal gucken. Oh. Gehen wir mit Schmackes runter. So. Okay. Haifisch, wir kommen. Wir lassen uns aber rollen, weil wir sonst... Okay, ist gut gegangen. Was ist passiert? Warum zur Hölle fahren wir mit über 265 Meilen pro Stunde, ich weiß nicht mal, wie schnell das ist, in ein Hai? Die ganze Karosserie bewegt sich. Übelst krass. Eieieiei. Ich glaube, hinten der Reifen ist komplett zerstört. Ja, alle Reifen hinten. Alle. Als ob wir so viele hätten. Das sieht nach der Decke aus. Gut, wir werden jetzt mal kurz platt gedrückt. Hoppla, passiert. Wenn wir den Kopf eingezogen haben, geht es uns bis jetzt noch gut. Das Fahrzeug hat ein Impact festgestellt, also einen Unfall. Und hier ist Wasser. Halb so wild. Ich würde sagen, uns geht's gut. Motorflutung. Oh. 10%. 20%. Der Motor läuft übrigens noch, ne? Also. Er war gerade noch an. Ja, da. So, einmal kurz gedreht. Warum funktioniert die Karre noch so gut? Nachteil ist, die Reifen sind halt total kaputt. Was ich nicht verstehe, warum zur Hölle funktioniert die Karre noch? Also wir laufen nicht mehr voll. Es ist so geil. Das ist so schade. Schade. Wirklich. Tolles Auto. So, dann gehen wir mal da vorne gucken. Hier ist eine Wasserrutsche. Wie soll man die überleben? Ich denke mal nicht mit dem Auto, aber fahren Sie mal, oder? Auf in die Wasserrutsche. Okay. Ja, gut. Bin anscheinend noch zu jung.
Ich darf keine Wasserrutsche fahren. Okay, chill. Alles ist gut. Hier komme ich ja auch nicht rein. Nicht mit dem Auto. Ich will Wasserrutsche fahren. Mann. So. So. Ich fahre Wasserrutsche, sag ich euch. So, in Perspektive. Wir wollen das Ganze ja genießen. Dann müssen wir die blaue nehmen, weil in die braune kommen wir ja gar nicht rein. Oh. Okay, wir sind drin. Wow. Was ist jetzt los? Hallo? Was ist denn jetzt passiert? Das sieht so aus, als ob wir irgendwie im Boden festkleben würden. Tun wir auch. Unser Hinterrad hat geklemmt. Und das Hinterrad hat uns total den Spaß verdorben. Wie gemein ist das denn? Okay, dann fahren wir die Rutsche. Mir doch egal, welche Rutsche ich fahre. Hauptsache, ich fahre eine Rutsche. Upf. So. Auf geht's. Hoffe ich. Okay, mir wird ein bisschen schlecht. Muss ich zugeben. Das funktioniert besser, als ich gedacht hätte. Oh mein Gott. Bis zu diesem Zeitpunkt. Alles klar. Was haben wir noch? Ja, wir gehen mal ganz kurz hier hin. Nicht zum Big Jump, aber wir teleportieren uns zum Big Jump. Und gucken mal ganz kurz. Ja. Was das hier ist. Das sah auf der Map ziemlich interessant aus. Und zwar ist es eine sandige Wüste, würde ich sagen, die man mal runterfahren kann. So zum Abschluss dieser Folge kann man die mal runterrollen, würde ich sagen. Übel. Ich glaube, meine Türen kann ich wegwerfen. Oh. Ich schau mal voll auf die Bremse. Ja, ich glaube, die Bremse geht nicht mehr. Unser Auto löst sich komplett vom Chassis. Ja, somit war es das für diese Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Bis dahin bleibt mir seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.